Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde und all jene, die sich für finanzielle Freiheit interessieren, zu einem Interview, das mich ganz besonders freut, mit dem Aaron, auch bekannt oder besonders bekannt in der Finanzblogger-Szene und darüber hinaus als Homo Ökonomicus. Hallo Aaron. Hallo Thorsten, ich freue mich sehr, dass ich heute eingeladen worden bin. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier zu Gast sein darf. Hallo. Hi, das will ich doch auch hoffen. Also, wir wollen euch, liebe Zuschauer, mal ein bisschen beglücken mit Aarons gesammelten Weisheiten und Lebenserfahrungen. Er tut das ja bereits seit längerem auf seinen diversen Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal, den ich hier gerne mal auch kurz einblende. Gibt es jeden Mittwoch und Samstag ein neues Video, wie ich gerade gelesen habe. Ich schaue mir das auch ganz gerne an. Da geht's, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, Aaron, insbesondere um Aktien, um Dividendenaktien, was im Prinzip ja der Klassiker ist eines passiven Einkommens, um dann die finanzielle Freiheit vielleicht irgendwann mal zu erreichen oder möglicherweise auch noch eine Zusatzrente. Aber Aaron ist deutlich vielseitiger unterwegs als nur das. Er hat beispielsweise noch ein T-Shirt-Business, beziehungsweise Aaron ist Unternehmer. Richtig, Aaron? Genau, das ist eigentlich das, was so ein bisschen mehr ausmacht. YouTube ist, ja klar, mache ich zwei Videos in der Woche drüber, aber normalerweise beschäftige ich mich den halben Tag oder eigentlich den ganzen Tag über mit dem T-Shirt-Business, wo ich als Unternehmer aktiv bin. Das heißt, dass ich mehrere Angestellte habe und halt letztendlich ein paar T-Shirts quer über den Globus verkaufe. Genau, also Aaron, so wie ich mitbekommen habe, betreibt aktiv Entwicklungshilfe, weil er hat viele Angestellte in fernen Ländern, wo Palmen wachsen und so, ja. Ich habe auch gerade gelernt, dass er jemanden in Deutschland beschäftigt, mindestens eine Person. Das ist Ja. also wirklich gelebte Wohltat rund um den Globus. Wir können aber mal ganz klein anfangen und nicht so wie bereits heute du schon groß bist, sondern was denn so die Ursprünge gewesen sind, weil die Zuschauer, denke ich, interessieren sich vor allem auch für den Werdegang. Das heißt, viele von uns, die haben gewisse Träume oder sie sind auch vielleicht nicht ganz so zufrieden mit ihrem jetzigen Leben, mit insbesondere vielleicht auch die finanzielle Situation. Möglicherweise plagen den einen oder anderen auch finanzielle Ängste. Der Job gefällt nicht so gut und man möchte was ändern. Kannst du mal ein paar Jahre zurückgehen und dann schildern, von wo du gekommen bist und was so die einschneidenden Ereignisse gewesen sind bei dir? Ja klar, sehr gern. Also, dass das Ganze mit Geld, sag ich mal, losging oder dass man sich damit ein bisschen mehr beschäftigt hat, fing bei mir schon super zeitig an. Also ich habe auch schon in der Grundschule und so weiter, heute würde man sagen, Reselling betrieben. Also ich habe beim Bäcker Süßigkeiten gekauft, in der Grundschule weiterverkauft und sowas. Also ich habe da schon sehr, sehr zeitig mit angefangen, dass ich grundsätzlich so, ich sag mal, vielleicht eine Faszination fürs Geld irgendwie entwickelt habe, beziehungsweise dass ich mitbekommen habe, dass es sich damit einfach deutlich leichter lebt. Ich komme aus einer Familie, wo es nicht so viel Geld gibt. Also bei uns war jetzt nie irgendwie besonders viel Geld vorhanden. Und wenn ich irgendwas wollte, dann musste ich mir das immer erarbeiten oder halt ersparen irgendwie. Und ja, so fing das bei mir irgendwie alles an, dass ich schon immer den wusste, dass das Geld das Leben, ich sag mal, vereinfacht. Und Und darf ich so mal war das. einhaken, kurz? Ja, klar. Das heißt also, was du ja heute machst, das ist, du verdienst ja dein Geld über Händlertätigkeiten, weil was, also wenn man so will, oder, gut, du erstellst Produkte auch mit T-Shirts und so weiter, aber würdest du dich als Händler sehen oder als jemand, der Dinge erschafft und die dann verkauft, wie zum Beispiel ein Tischler oder so? Nur Ich halt, würde dass schon, ja. Ich würde mich schon grundsätzlich eher als Ersteller von etwas betrachten. Das sind in der Regel, also das, wofür ich, das ist eigentlich verrückt. Ich habe in der Schule gab es für mich nichts Schlimmeres als sowas wie Kunstunterricht oder das, wo ich, wenn man irgendwie ein Gedicht schreiben sollte oder so. Das fand ich ganz, ganz schlimm. Und wenn ich heute überlege, eigentlich, womit ich heute mein Geld verdiene, ist mit kreativen Dingen irgendwie, dass ich irgendwie eine Idee habe, die man irgendwie umsetzen kann und dann setze ich da viele Leute drauf an und ich habe die Idee und präsentiere mir mal da ein paar Sachen zu, dass ich heute eigentlich über, ja, auf kreativere Art und Weise mein Geld verdiene, würde ich sagen. ja, das ist super und das zeigt auch, wie man sich ja entwickeln kann, wenn man nur möchte, ne? Also das hätte man sich wahrscheinlich vorher nicht vorstellen können. Aber ich bin jetzt vorausgesprungen. Man mag es mir nachsehen. Geh doch mal zurück, als du ein paar Zentimeter kleiner warst und beim Bäcker was angekauft und dann auf dem Schulhof verkauft hast. Genau, also das ging mit allen möglichen Dingen. Ich habe quasi dieses Reselling, wie man das heute nennt, oder Händler oder wie auch immer man sagen will, habe ich quasi schon als
sehr klein angefangen. Und das Ganze ist dann ein bisschen größer geworden, als ich angefangen habe, auf eBay zu handeln. Also über die Jahre ging es halt immer so weiter und ich habe schon immer quasi realisiert, dass man auf eBay gute Gewinne machen kann. Allerdings war ich da immer nicht 18 und da war das alles immer so ein bisschen Grauzone und ich konnte das immer nur über einen Account von jemand anders machen und so. Und als ich dann 18 geworden bin, habe ich mich quasi direkt auch für eBay selbstständig gemacht und habe da angefangen, viel zu handeln. Und ich hatte damals mitbekommen, dass man mit Autoteilen gutes Geld verdienen kann. Also Autoteile sind so, ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung von Autos. Ich bin auch nicht so der Autofreak oder so, aber was ich gesehen hatte, war die Marge. Ich habe halt die Preise im Großhandel gesehen und dann halt gesehen, wofür man seinen Endkunden verkaufen kann. Und da waren halt super Margen dahinter. Also habe ich das gemacht und hat auch eine Weile lang gut funktioniert. Und mein Kinderzimmer damals, mein Zimmer, ich habe noch zu Hause gewohnt, da waren halt lagen lauter Auspuff, keine Ahnung, was da die Mehrzahl ist, also war quasi Warnlager umgebaut. Und das Ganze ging dann allerdings ziemlich schief. Ein Hersteller ist quasi pleite gegangen oder quasi ein wo ich viele Produkte gekauft habe. Und ich hatte dem schon unfassbar viel Geld überwiesen und dann war das ganze Geld weg. Und die Kunden wollten natürlich das Geld wieder haben. Und bei eBay ist das auch über PayPal dann ziemlich einfach. Und da ging das dann los. Naja, der eine oder andere kennt das, PayPal sperrt dir dann deine Konten und dann wird alles 180 Tage eingefroren und so weiter. Da war das dann nicht so eine prickelnde Zeit und da habe ich erst so richtig begriffen, wie es heißt, wenn du auf einmal kein Geld hast, aber Leute halt Geld von dir haben wollen. Und ich war wirklich in einer bisschen finanziell brenzlichen Situation und dann habe ich viele, viele Jahre lang meine Schulden abgezahlt und so richtig der Durchbruch kam dann, glaube ich, also ich habe damals, muss ich zugeben, ich habe weder YouTube-Videos geguckt, noch, ja. Eine Frage, Herr Lehrer. Ja, ja. Du hast gerade eben gesagt, du hast dann mehrere Jahre deine Schulden abbezahlt. Ja. Wegen der einen Pleite dieses Autoteile-Lieferanten. Also da kamen mehrere Sachen zusammen. Aber das war so ein bisschen der Auslöser, sag ich mal, weil ich dann nichts mehr bezahlen konnte. Das Problem war, dass ich weiß nicht, inwiefern du dich auskennst. Es ging damals um Spurverbreiterungen. Das ist halt, dass der Reifen wie so ein bisschen irgendwie nach außen gesetzt wird und dann sieht das halt so breit aus. Und das sind halt so Tuning-Teile gewesen. Und das war früher, also so Ostern, da werden halt die ganzen Tuner machen da quasi ihre Autos flott. Und da habe ich halt massenhaft von diesen Spurverbreiterungen verkauft. Und das war so, die Leute haben mir quasi das Geld überwiesen und ich habe es bei PayPal bekommen. Und ich habe die ganzen Produkte quasi einfach wie Dropshipping in dem Moment erst eingekauft. Und habe halt einen Teil hatte ich selber auf Lager und den Rest habe ich dann quasi direkt vom Lieferanten an den Kunden schicken lassen. Das hat auch soweit halt funktioniert und dann war es halt irgendwie, dass es hieß, ja, wir haben unser Warenwirtschaftssystem umgestellt und gerade kommt es zu ein paar Verzögerungen und ich habe da halt wochenlang Geld hin überwiesen und habe mir da überhaupt nichts bei gedacht, weil ich dachte, das ist das Geschäft meines Lebens und habe halt Geld hin überwiesen, naja, und dann ein paar Wochen später war auf einmal die Nummer nicht mehr verfügbar und ja, die waren halt weg vom Fenster. Das war, ich glaube, ein niederländischer Hersteller war das und ich hatte überhaupt keine Ahnung und dann war mein Problem, okay, die Kunden haben halt über PayPal das Geld zurückgefordert. Ja. Ich hatte das Geld aber weiter überwiesen, ich hatte gar kein Geld, also fing das Ganze dann bei mir an, dass ich quasi ins Minus gegangen bin, hart, und ich habe dann alles, was ich an geschäftlichen Kreditkarten hatte und privaten Kreditkarten, ich habe quasi alles ausgeschöpft, was irgendwie möglich ist, damit ich die Kunden abbezahlen kann und ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich hatte ein Erlebnis, das war für mich dann so unfassbar prägend, was mich quasi dann die folgenden Jahre darauf gebracht hat, okay, du musst deine Finanzen in Ordnung bringen, das darf dir nie im Leben wieder passieren. Und zwar, ich bin Pfarrsohn, mein Vater ist Pfarrer und wir saßen an einem Sonntag alle zusammen halt am Mittagstisch, das bei uns war ganz wichtig und da hat es geklingelt und keine Ahnung, es passiert schon mal, dass nach dem Gottesdienst halt jemand noch vorbeikommt, mit meinem Vater sprechen wollte und das war aber nicht für meinen Vater, das war für mich jemand und mein Vater war an die Tür gegangen und holt mich dann halt, ja, Aaron, das ist für dich, und ich hatte keine Ahnung, was los war. Naja, und da stand ein verärgerter Kunde vor der Tür und der wollte halt sein Geld haben. Ich hatte aber kein Geld. Und der war da sehr, das war so ein voll tätowierter, ohne dazu irgendwelche Ressentiments schüren zu wollen, aber das war halt voll tätowiert und Glatze und das war ein bisschen. Nichts gegen Glatzenträger. Nee, gar nicht, aber das, mir war wirklich super unwohl und ich wusste nicht, was machen sollte. Und mir hat dann mein großer Bruder ausgeholfen, der ist dann mit mir zur Bank gefahren und hat das Geld geholt. Aber in dem Moment war ich mehr so wie in Trance, das hat mich überhaupt nicht so nicht für voll genommen irgendwie. Aber das eigentlich Schlimme war danach, weil ja, mein Vater war Pfarrer, bei uns hat es ständig geklingelt. Und ich hatte seitdem immer Angst, wenn es klingelt, dass das wieder ein verärgerter Kunde, weil es gab noch viele Kunden. Ich konnte gar nicht alle auszahlen.
ich war quasi komplett verschuldet. Die Banken haben dann auch, musste nur Zinsen bezahlen und gleichzeitig die Kunden bezahlen. Und jedes Mal, wenn es geklingelt hat, mein Herz, das war, ja, aber das war so, ich will jetzt gar nicht zu emotional werden. Aber es ist eine prägende Erfahrung. Und ich glaube, genau das sind ja auch die interessanten Sachen, die man ja oft von anderen nicht hört, weil oft vielleicht die Leute ja sowas nicht erzählen. Aber ich denke, es ist ja auch wichtig zu verstehen, also das Leben ist kein Ponyhof, ne? Das hat ja da Stromberg auch gesagt. Und es ist auch, denke ich, auch wichtig zu erfahren, dass es Fehlschläge gibt und dass man davon sich auch wieder erholen kann und wieder aufstehen kann und weitermachen und am Ende auch gestärkt daraus hervorgehen kann, weil man was gelernt hat. So wie du es gesagt hast, dann sagst du dir selbst, das darf nie mehr passieren und ich versuche es jetzt halt, ich mache es jetzt wieder, nur mache ich es jetzt besser. Vielleicht mache ich andere Fehler, aber nicht wieder die gleichen. Und dann hast du also tatsächlich die Ausdauer gehabt und deine Schulden über mehrere Jahre abgestottert. Und warst du dann aber sofort wieder unternehmerisch tätig oder bist dann, sage ich mal, ein Angestellter gewesen oder Nummer sicher? Ja, also es war nicht gleich, dass ich mir danach gesagt habe, du zahlst das Ganze jetzt ab. Ich muss ehrlich sagen, es gab da bestimmt 2 Jahre, wo ich alle Rechnungen, die gekommen sind, sind in ein Schubfach gewandert. Und das war eine richtig üble Zeit eigentlich, wenn ich heute so darüber nachdenke. Aber das Ganze ist dann geendet dahin ich weiß nicht, ob du dich da auskennst, ich musste eine eidesstaatliche Versicherung abgeben. Das heißt, das ist komplett die Hose runter beim Gerichtsvollzieher. Und das war hart. Aber das war für mich dann der Moment, wo ich eigentlich gemerkt habe, okay, Aaron, du musst das in den Griff kriegen. Und ich hatte schon währenddessen, ich habe angefangen bei McDonald's zu arbeiten mit 16 und ich hatte quasi immer schon, ich hatte ein bisschen Geld und konnte ein bisschen was auch abzahlen, aber das waren solche Summen, das habe da überhaupt kein Ende gesehen irgendwie. Und das Ganze war dann aber, ja, ich habe dann 12. Klasse abgeschlossen und ich habe dann nicht gleich angefangen zu studieren, sondern bin dann Arbeitnehmer geworden. Ich habe dann, es ging um Dachbeschichtungen irgendwie, aber ich kann ja nicht mehr so ganz genau sagen. Ich bin dann den ganzen Tag mit dem Auto rumgefahren und habe quasi dreckige Dächer gefunden oder gesucht oder kaputte Dächer und habe dort quasi Angebote unterbreitet. Und das war quasi, naja, je mehr ich gearbeitet habe, je mehr ich geleistet habe, desto mehr habe ich verdient. Und das war so die Möglichkeit, dass ich dann, ich weiß, ich bin da quer durch Deutschland gefahren und ich bin abends nicht mehr nach Hause gefahren, sondern ich habe dann einfach im Auto geschlafen und damit ich quasi immer vor Ort bleiben konnte. Und so habe ich das 2 Jahre lang knapp gemacht. Und da konnte ich schon einen ganzen Batzen zurückzahlen. Und da war es dann so, dass ich, sag mal, die größten, also erstmal, ich konnte alle privaten Gläubiger auszahlen und ich konnte auch schon die ersten Banken, die wirklich hohe Zinsen hatten damals, das war auch noch, vor 10 Jahren sah die Zinssituation noch ein kleines bisschen anders aus. Da habe ich wirklich noch üble Zinsen gezahlt. Das konnte ich soweit alles abzahlen und die restlichen Sachen habe ich dann noch über, Stück für Stück abgezahlt. Aber das ist so richtig besser geworden ist und dass ich realisiert habe, was ich machen muss, kam dann eigentlich erst, als ich das Buch gelesen habe, Der reichste Mann von Babylon. Da geht es ganz stark ums Abzahlen von Schulden und wie man es schafft, sein Gold zu behalten und was für Regeln des Geldes ist. Ich habe schon immer in meinem Leben viel Geld verdient. Ich hatte halt durch meine Tätigkeiten immer Zugang zu relativ viel Geld, aber ich habe das nie, dass man daraus mehr Geld machen könnte oder wie man damit umgehen muss oder so. Das habe ich halt, ich habe es nie gelernt. Ich will da niemandem einen Vorwurf machen. Ich glaube, ich hatte eine tolle Kindheit. Aber ich wusste halt einfach nicht, was ich damit machen musste. Und so hat sich das Ganze dann irgendwie entwickelt. Als das Buch dann gekommen ist, dann ging es, glaube ich, auf dem Weg der Besserung. Ja, kann man sagen. Also du hast unglaubliches Durchhaltevermögen bewiesen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Du bist also durch Deutschland gefahren, hast sogar nachts auf den ganzen Komfort und so weiter verzichtet, eines Bettes, was ja jetzt eher ungewöhnlich ist. Und hast weitergemacht, obwohl du ja gewusst hast, dass das meiste Geld nicht du behalten kannst, sondern du an die Gläubiger zurückbezahlen musst. Und das hast du also nicht Wochen, nicht Monate, sondern 2 Jahre oder so gemacht. Also schon eine längere Zeit. Und es war von vornherein klar, dass es längere Zeit sein wird, also eine echte Durststrecke. Du hast dann deine Zeit inklusive normalerweise dem, was Menschen Freizeit nennen, also geopfert, um deine Schulden zurückzubezahlen. Das ist schon eine Sache, denke ich, die viele nicht gemacht haben. Das beweist schon eine gewisse Charakterstärke. Es war aber immer noch, es war aber der klassische Tausch Zeit gegen Geld, den du gemacht hast. Nur hast du halt dir die Zeit echt aus den Rippen geschnitzt, sozusagen. Und dann kam dieses Buch,
der reichste Mensch von Babylon, das ich ehrlich gesagt nicht gelesen habe. Aber ich kann mir so ungefähr ganz vage vorstellen, was drinne steht, beziehungsweise was es in dir ausgelöst hat, das Unternehmertum, und dass du nicht länger Zeit gegen Geld tauschen willst, vermute ich mal. Ja, das Buch hat ganz, ganz viele Aspekte, aber einer der Aspekte ist halt, wie man es schafft, sein Geld zu vermehren und dass man nicht immer nur arbeiten muss, sondern dass sich seine Tasche von alleine immer wieder mit Gold füllt, so ein kleines Wissen. Und ja, okay. Und dann, wie ging es weiter? Die Wende? Also es hat dann noch ein kleines bisschen gedauert. Ich habe angefangen zu studieren und da war es dann auch so, ich habe nebenbei immer weitergearbeitet und habe quasi weiter Schulden abgezahlt und das ist auch, es ist noch nicht so lange her, ich glaube, weiß nicht mehr genau, ich glaube Mitte 2015 oder Ende 2015 war ich dann wirklich aus allem raus und das hat dann, am Schluss hat sich sogar noch ein kleines bisschen länger gezogen, aber ich hatte dann halt schon wieder nebenbei angefangen, mich selbstständig zu machen, habe viele andere Sachen wieder ausprobiert, weil ich halt, ich habe schon immer dieses, ich weiß nicht, du kennst das vielleicht, wenn man einmal eine Sache irgendwie hat, wenn man irgendwas verkauft und dann hat man einen ordentlichen Profit damit, dann hat man so ein bisschen wie Blut geleckt und es ist unfassbar schwer, eigentlich damit wieder aufzuhören. Also wenn man einmal irgendwie die Freude daran auch hat, das ist ja ein unfassbarer, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Adrenalinkick oder sowas, den man dadurch verspürt und das habe ich halt immer wieder gemacht. Aber ich habe noch so viele Rückschläge gehabt, bis es geklappt hat. Ich erinnere mich immer noch an, ich habe angefangen, Bücher zu kaufen. Mir ist aufgefallen, dass man manchmal Bücher, die kann man kaufen und dann bei Momox teurer wiederverkaufen. Und es gab so, ich habe das angefangen bei eBay, also Sachen aufgekauft, so wie Restposten und das war bei uns gab es im Kaufland immer so große Aushänge, dass Leute halt irgendwas verkaufen wollten, keine Ahnung, ich habe noch eine Bücherkiste und so weiter und ich habe halt alles gekauft immer und habe das dann halt einzeln bei eBay eingestellt oder bei Momox verkauft und sowas. Und da weiß ich aber, da gab es dann auch nochmal einen heftigen Rückschlag, da habe ich eine riesige Ladung an Büchern gekauft und du durftest da vorher nicht reingucken. Und ich habe damals, es sind meine Eltern mit dem Auto gekommen und so weiter, mit dem Hänger, dass wir das alles transportieren können. Und dann habe ich diese Bücherkiste zu Hause aufgemacht und das waren nur Bücher von den Zeugen Jehovas. Und das wollte niemand kaufen. Das wollte niemand kaufen. Das hast du bei Momox nichts bekommen, bei eBay nicht. Und das wollte einfach niemand haben. Und da habe ich nochmal so richtig mich in die Nesseln gesetzt. Dann dachte ich, okay, du musst jetzt irgendwann mal mit was anderem anfangen, was irgendwie... Keine Ahnung. Und ja. Ich wette, der alte Aaron, der wäre dann von Haus zu Haus gezogen, wie von Dach zu Dach vorher und hätte sich mal kurz zwangsbekehrt für den Mormon und hätte dann die Bücher abverkauft. Wenn das dann alle abverkauft gewesen wären, dann wäre er wieder zurückgegangen zum Dropshipping oder was weiß ich. Ja, liebe Kinder, lasst euch das eine Warnung sein. Der Aaron ist süchtig, nämlich geldsüchtig, ist aber nichts Verkehrtes daran. Ich meine, das brauchen wir natürlich alle. Ja, prima. Also dann gab es hier so den kleinen Rückschlag, aber im Vergleich zu dem Rückschlag vorher war wahrscheinlich doch eher überschaubar. Ja, ich habe dann vor allem auch keine Schulden mehr gemacht. Das war das große Ding. Das ist das, was ich mir quasi geschworen habe, dass ich für Investitionen, wo ich keine Ahnung habe, wie die ausgehen werden, wo ich wirklich einfach ja ins Blinde reinkaufe, dass ich das nicht mehr auf, also dass ich dafür niemals das Geld von irgendjemand anderem nehme, sondern immer nur das Geld, was ich selber zur Verfügung habe. Aber es war halt doppelt bitter. Ich habe das Geld bei McDonald's verdient für 2 Monate und dann kaufe ich das und dann war es wieder weg quasi. Das war immer so ein bisschen, was ich aber dann gelernt habe. Na gut, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Ja, gerne. Also ja. Wir sind jetzt gerade so ein bisschen chronologisch unterwegs, vom kleinen Aaron zum großen Aaron. Jetzt ist er schon etwas gewachsen, der Aaron. Und erzähl einfach weiter. Ich finde es sehr interessant. Okay. Was ist dann passiert? Es fing dann eigentlich bei mir so ein bisschen an, als ich angefangen habe, mich zum einen mit YouTube beschäftigen. Nicht selber, dass ich YouTuber geworden bin, sondern dass ich angefangen habe, mir Sachen anzugucken. Und dass ich angefangen habe, zum Beispiel Facebook-Seiten aufzubauen, wo ich dann halt verschiedene Produkte drüber verkauft habe. Also, aber auch quasi über den Affiliate-Bereich. Das heißt, dass ich Facebook-Seiten aufgebaut habe zu irgendwelchen Nischen, ich sage jetzt mal eine klassische Nische, so Hundenischen oder sowas, also dass man sich irgendeine Hunderasse raussucht und dazu dann halt quasi Fanseiten aufbaut und Gruppen aufbaut und die dann so ein bisschen mit Affiliate-Links versorgt und so habe ich das erste Mal, ja so ein bisschen, dass es ansatzweise losging, dass da ansatzweise was passiv reinkommt. Also ich hatte dann teilweise sehr große Seiten, die ich schon erstellt hatte, das habe ich aber nebenbei gemacht und das Schöne daran war, du brauchst dafür kein Startkapital, weil ich hatte kein Geld und das Geld, was ich hatte, musste ich sowieso abgeben. Damit habe ich dann quasi angefangen, sodass ich einige so Affiliate-Seiten auf Facebook hatte,
die halt wirklich gut funktioniert haben, wo dann wirklich schon ein paar hundert Euro teilweise reingekommen sind im Monat. Darf ich fragen, waren das so sogenannte Business-Pages oder waren das so Gruppen, Facebook-Gruppen? Nee, das waren eigentlich Seiten. Also Gruppen sind erst später dazugekommen, dass ich so Gruppen später erstellt habe. Aber das war auch gar nicht so profitabel. Also das war sehr viel Aufwand, ohne dass da wirklich das bei rumkommt. Das sind am Anfang Facebook-Seiten gewesen. Das Ganze ist dann aber wieder, hat einen relativ starken Knick gegeben. Ich weiß nicht, ob Facebook da was umgestellt hat. Auf jeden Fall ist meine Reichweite der Posts auf einmal extrem limitiert geworden. Davor hatte ich halt, ich weiß gar nicht mehr, so 30.000, 40.000 Reichweite. Und dann ist es auf einmal auf 12.000, manchmal auf 8.000 gesunken. Und das ist quasi das relativ schnell Geld, mein Einkommen wieder gesunken. Und dann kam der nächste Ausrutscher, was nicht so gut lief. Und zwar bin ich ins Network Marketing gerutscht. Mich hatte da natürlich ein guter Freund angesprochen und mir was Schönes davon erzählt, was man nicht alles machen kann und wie das Ganze halt funktioniert. Ich muss sagen, ich hatte damit schon mal Erfahrungen in der Schule, war 11. Klasse, da hat mich mein Lehrer darauf gebracht, aber da war das nicht so. Dein Lehrer sogar? Ja, ja. So viel zum Thema Bildungsauftrag. Ja, ja. Bin da mit meinem Lehrer bei solchen Klatschveranstaltungen gewesen und sowas. Aber dann fing das quasi nochmal an, ich weiß nicht, so vor 7 Jahren oder sowas war das, glaube ich, hatte ich dann nochmal was, das hieß damals, ich weiß gar nicht, darf ich das sagen oder lieber nicht? Es ging um den Verkauf von solchen Karten. Da musste man so Karten verkaufen, wie so ein Händlernetzwerk aufbauen und es ist immer mit Visa und Mastercard verglichen worden, dass so eine neue Händlerstruktur aufgebaut wird und man verdient halt an den Umsätzen, wie Visa und Mastercard das macht, verdient man daran halt mit und so weiter und so fort. Und da konnte man halt einsteigen und musste so und so viel kaufen und was weiß ich nicht was und dann habe ich das Ganze schon ein Jahr gemacht und ich dachte, ich habe es verstanden und ich habe auch gut Geld damit schon verdient. Das hat schon ganz gut funktioniert, weil ich halt einige Händler angeschlossen habe und wenn dann halt ein Kunde mit seiner Karte gekommen ist, habe ich halt auch wirklich was verdient. Deswegen war ich da halt dann auch wirklich Feuer und Flamme und habe halt mitbekommen, okay, das funktioniert wirklich. Und da habe ich dann nochmal investiert und habe ich den blöden Fehler nochmal gemacht, habe das nochmal auf Kredit gemacht. Ich hatte mir damals, als es das erste Mal so schief gegangen ist und ich irgendwie quasi Schulden aufgenommen hatte, ich mache nie wieder was, wo ich keine Ahnung habe von. Ich hatte diese neue Sache, dieses Network Marketing, dann aber schon eine Weile gemacht und ich habe verstanden, wie es funktioniert, sage ich mal. Und dann dachte ich, okay, jetzt kannst du hier noch ein bisschen hebeln. Und ja, aber das Ganze ging dann schief und das ganze Geld war wieder weg. Ja, ist diese Pyramide am Ende zusammengebrochen? Deshalb ging es schief. Also du hast ja gesagt, du warst nicht mehr ganz unten in der Nahrungskette, weil du schon Leute angeworben hast, hast Provision von denen bekommen. Das Prinzip ist ja immer das Gleiche. Ja. Aber irgendwann hat es halt doch nicht mehr funktioniert, weil das Konstrukt, also weil diese Pyramide zusammengebrochen ist oder weil moralische Anstöße... Ja, also das ganze ein komplexes System. Man konnte da... Also ich habe nicht so richtig viele neue Leute angeworben, muss ich sagen. Ich hatte damit so meine Probleme, das zu machen, ganz einfach. Ich kannte das von dem alten Network-Marketing, wo mich mein Lehrer reingebracht hat. Da ging es um so Nahrungsergänzungsmittel und so ein Zeug. Und da hast du eigentlich nur Geld verdient, wenn du andere Leute reingebracht hast. Ja. Und das fand ich halt immer irgendwie, da habe ich mich sehr unwohl gefühlt, sag ich mal, weil ich das Zeug im Leben selber nicht nutzen würde und das anderen Leuten oft zu schwatzen war für mich irgendwie, ja, keine Ahnung. Und das Schöne bei diesem anderen war, du musstest nicht unbedingt irgendwie Privatpersonen ansprechen, sondern du musstest quasi Händler ansprechen. Das heißt, ich bin zum Friseur, ich bin beim Döner, ich bin beim Asia-Imbiss und so weiter. Die habe ich quasi alle da angeschlossen. Die mussten dann einen kleinen Beitrag zahlen und dann hatten die quasi wie ihre Kundenkarte. Und jeder, der diese Karte schon hatte, hat dort dann halt einen Vorteil gehabt, wenn er mit dieser Karte so. Und das heißt, ich musste nicht irgendwelche Privatkunden überzeugen, sondern ich musste quasi Händler überzeugen, sich da anzuschließen an dieses Partnernetzwerk, könnte man sagen. Und immer, wenn dann halt jemand mit seiner Karte da hingekommen ist und ich habe den Händler angeschlossen, habe ich halt einen kleinen Teil der, also ganz, ganz wenig bekommen. Ja. Aber in der Masse hat es sich halt dann durchaus ausgezahlt. Und man konnte dann quasi Anteile erwerben an dem Unternehmen. Das Unternehmen ist zum Beispiel expandiert in, was weiß ich nicht was, nach Polen und nach Macau und Katar und sonst wohin. Und ich dachte mir damals, ja klar, dort haben die Leute noch viel mehr Geld und wenn da irgendwas über die Karten abgewickelt wird, dann ist das natürlich noch eine ganz andere Summe. Man konnte da Anteile erwerben und das habe ich gemacht. Naja, und ach, das war Schwachsinn. Also da kam gar nichts bei rum. Also das war... Okay. Dann bist du dann irgendwann da weg davon weggegangen. Ich denke, was man da aber gelernt hat bei diesem, das heißt ja auch Multilevel-Marketing und so, das ist, und das habe ich wiederum von Bodo Schäfer gelernt, als ich da mal YouTube geschaut habe, was von ihm, weil ich selbst habe da keine Erfahrung gemacht. Ich war übrigens auch in solchen Seminaren drin und ich bin immer schreiend rausgerannt. Also ich war immer der, der die blöden Fragen gestellt hat, so nach dem Mathematikmodell, dass es doch irgendwann gar nicht mehr weitergehen kann. Ich bin dann auch des Hauses verwiesen worden.
Naja, wie auch, also einmal jedenfalls, als mich auch Bekannte da mitgeschleppt haben und ich fand es auch ganz interessant, ich wollte es mir mal angucken. Naja, aber es soll nicht um mich gehen, es geht um den Aaron. Und du hast aber da bestimmt verkaufen gelernt, das ist nämlich das, was der Bodo Schäfer gesagt hat, wenn du durch, ich will bei Gott nicht falsch verstehen, ich will keine Werbung für Multilevel-Marketing machen, bei Gott, aber er hat gemeint, wenn du das schaffst und da erfolgreich bist, also der Bodo Schäfer, dann würdest du ein guter Verkäufer sein, beziehungsweise hättest du einiges gelernt, was das Verkaufen angeht, jenseits von jeder Moral, das wollen wir hier nicht diskutieren, wobei du ja schon klargestellt hast, es gibt auch in diesem Pyramidensystem unterschiedliche Sachen, die man vertickt, die also unterschiedlich, sage ich jetzt mal, anstößig sind, wenn man so möchte. Hast du da also jetzt doch einiges mitgenommen, auch wenn es am Ende sozusagen betriebswirtschaftlich eine Pleite war, aber für deine Persönlichkeit hat es was gebracht? Das würde ich definitiv sagen, ja. Also genau, gerade das Verkaufen, für mich war das, ich habe davor insbesondere halt Sachen, okay, in der Schule und sowas, das sind es eher so gewesen, ja, die anderen sind auf mich zugekommen, hier, ich will halt irgendwelche Süßigkeiten oder sowas kaufen. Und ansonsten habe ich ja viel im Internet gemacht, beziehungsweise als ich das mit den Dächern gemacht habe, da ging es eigentlich darum, du musstest quasi das Angebot immer nur in den Briefkasten werfen. Da musstest du nie direkt mit dem interagieren, sag ich mal. Und das war dann dort was anderes. Das war halt wirklich, du musstest halt die Händler ansprechen. Und das war halt wirklich immer über den inneren Schweinehund drüber, weil du willst es ja eigentlich nicht machen. Natürlich nicht, du hast ja Angst vor der Ablehnung, dass der halt Nein sagt oder dass du halt irgendwie, keine Ahnung, blamiert wirst. Ich weiß noch, beim Asia Imbiss, saß bestimmt 5, 6 Mal da und habe was bestellt und habe irgendwie gehofft, dass es einen guten Moment gibt, wo ich das Ganze dann machen kann. Und ja, aber irgendwann, wenn du das halt ein paar Mal machst, dann ist das gar nicht mehr so schwer und dann lernst du das halt über diese Schwelle irgendwie hinüberzukommen. Das hat dahingehend ganz gut geklappt. Aber wenn wir gleich weitergehen wollen, weil wir reden ja schon eine ganze Weile, weil es kommt noch eine andere Sache, die ich da, glaube ich, viel eher gelernt habe. Als das Ganze dann auch wieder schiefgegangen ist und ich dann mit anderen Sachen noch angefangen habe, später kam bei mir noch ein weiterer Job dazu. Und zwar habe ich dann angefangen, eigentlich habe ich ein Praktikum gemacht bei, ich sage es jetzt mal, bei Engel und Völkers. Das ist im Commercial-Bereich, also Immobilien. Und das war halt wirklich ein bisschen höherpreisige Immobilien, sage ich mal auch. Also ging um Mehrfamilienhäuser und um Gewerbeimmobilien, große Anlageobjekte, wo halt die Kunden eher größere Gesellschaften sind oder halt Leute, die schon ein entsprechendes Vermögen haben. Und da habe ich mit sehr, sehr vielen Kunden gesprochen und da gibt es natürlich auch so klassische Verkaufsgespräche, was du als Makler machen musst, ist ja wie ein klassischer Vertrieb. Und da gab es dann wirklich so Leitfäden, woran orientierst du dich? Und da ging es dann auch, da habe ich mich dann zum Beispiel auch mit Leuten wie Bodo Schäfer beschäftigt oder es gibt da noch einen anderen, Dirk Kräuter hieß der damals, da ging es auch. Das ist immer noch so. folge ich nicht, weiß, kenne ich mich jetzt nicht so gut aus in der Szene, muss ich zugeben, aber das war damals so die Zeit, da habe ich mich da sehr viel durchgelesen und habe da so ein bisschen, du musst halt das Verkaufen lernen und gerade als Makler, aber ich glaube, dass das Network Marketing war da schon eine Vorstufe, aber kein Vergleich zu dem, wo ich es dann wirklich im Vertrieb mal gemacht habe, aber es hat definitiv was gebracht, ja, wenn auch nicht finanziell für mich. Ja, wir sind ja nach wie vor da, wie der Aaron quasi groß geworden ist. Ich meine, du wächst jetzt heute auch noch weiter, ja, aber du hast ja schon eine gewisse Größe erreicht und ist halt schon interessant. Also alles, was du uns jetzt erzählt hast, ist nicht so gelaufen, dass du quasi irgendwas gemacht hast, hast ein bisschen was verdient, dann angelegt und dann wieder was gemacht, wieder ein bisschen verdient, alles auf die hohe Kante, das hat sich so angesammelt, sondern du hast immer wieder was gemacht und am Ende warst du je nachdem bei Null oder sogar bei Minus, das war ganz die Anfangsgeschichte. Und du gibst aber nie auf, das steht auch Aaron, das steht auf Männchen sozusagen. Und es geht immer weiter und er wird immer schlauer. Und nächste Etappe bitte. Also es ging dann wirklich los, dass ich über Facebook-Seiten und dass ich über so Nischenseiten, wie das ganze Zeug, was man damals halt so gemacht hat, habe ich dann schon ein bisschen was verdient. Also ich habe dann schon realisiert, okay, ich habe damit schon ein paar hundert Euro im Monat verdient. Dazu kam halt dann noch, kam dann der Bereich, dass ich das erste Mal angefangen habe, ich glaube, weiß nicht mehr, Ende 14, Anfang 15 oder sowas, habe ich das erste Mal eine Aktie gekauft. Mit McDonald's, klar, bei McDonald's gearbeitet und ich war vom System her grundsätzlich, fand das super. Ich habe ja schon ewig bei McDonald's gearbeitet und ich fand es so spannend, wie sich das immer weiterentwickelt. Ich fand es schon, dass die unfassbar effizient waren, aber die sind immer besser geworden. Und da habe ich damit angefangen und ja, so richtig Blut geleckt habe ich dann halt irgendwie, als ich dann
nicht nur eine Aktie gekauft habe, sondern als dann noch eine Aktie dazugekommen ist und ich einfach mal gesehen habe, dass ich irgendwie, bis jetzt war es halt immer so, ich habe was angefangen und wie du es gerade richtig gesagt hast, ich bin entweder dann irgendwie ging schief, ich bin wieder auf Null oder sogar auf Minus. Und dann war es mit Aktien das erste Mal so, dass es einfach nicht immer nur nach unten gegangen ist, sondern dass die Sachen wirklich von alleine mal mehr geworden sind. Also dass es wirklich mal so war, dass ich mit einer Sache angefangen habe, ja, quasi wie, ich habe eigentlich gelernt zu sparen, könnte man vielleicht in dem Moment sagen. Das ist aber einfach mal, dass ich wirklich wie zu Vermögen gekommen bin. Das waren am Anfang nur ein paar hundert Euro und dann mal ein Tausender, 2000 und so weiter. Aber dass es das erste Mal wirklich in den Plusbereich reingegangen ist und es ist nicht nur, dass ich nicht nur ja vielleicht neue Erfahrungen gemacht habe, sondern dass auch mein Vermögen damit mitgewachsen ist irgendwo. Und ja. War da ein bisschen Glück dabei, als Aaron die ersten Investitionen getätigt hat, dass es zufällig McDonald's gewesen ist und wie sich herausgestellt hat, haben wir hier ein solides Unternehmen vor uns. Hättest ja auch irgendwo anders arbeiten können, am Flughafen bei Lufthansa oder bei der Deutschen Bank oder was weiß ich. Und das wäre nicht ganz so toll gewesen, oder? Ja, das ist reines Glück gewesen. Also ich habe am Anfang McDonald's gekauft und danach die zweite Aktie war dann Microsoft. Damals, weil ich das war schön. Das alles ohne den Aktienfinder, wie kann das denn sein? Naja, ich habe damals ein Handy gehabt, das war so ein großes, gelbes, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Lumia, irgendwas. Und das fand ich halt irgendwie, keine Ahnung, da war ich begeistert von der Technik und was weiß ich nicht was. Aber wenn ich da heute drüber nachdenke, ich habe mir damals ein Handy gekauft für 1.000 Euro, heute meine Handys kosten 200 Euro, wo ich, keine Ahnung, das tausendfache an Vermögen habe im Vergleich dazu, meine Handys kosten nur ein Drittel davon. Lass mich raten, es war das Lumia 920. Ja, das kann sein, das war so ein großes Ding, es hatte eine super Kamera, ich war super fasziniert von dem Ding. Also vielleicht könnte es sein, ich hatte nämlich auch so ein Ding. Okay, ja, ich war damals, das war meine zweite Aktie, aber ansonsten die Aktien, die ich am Anfang gekauft habe, war alle die Katastrophe. Also Daimler, Under Armour, also nach dem Börsengang von Under Armour ist auch x Jahre her und das ging alles schief, das war alles die Katastrophe. Also ansonsten habe ich nur querbeet ein irgendwas gekauft. Okay. Gut, also da hast du dann so angefangen, ein passives Einkommen aufzubauen. Jetzt gehen wir schon, haben wir die ersten Berührungspunkte zum Thema finanzielle Freiheit sozusagen. Ne? Aaron investiert und auch hier läuft es nicht immer ganz rund, aber im Prinzip auch hier Blut geleckt und gesehen, dass es aufwärts gehen kann. Jetzt, viele Leute sagen ja, wenn es ums Thema finanzielle Freiheit geht, passives Einkommen, dann beschränken sie sich komplett auf Dividendenerträge sozusagen, implizit auch noch dann natürlich auf Kursgewinne und so weiter und bleiben aber weiter dem Hamsterrad erstmal verhaftet und zwacken dann ein bisschen was ab. Dann geht es ums Thema Sparquote und wie viel Prozent kann ich abzwacken, damit ich früher aus dem Hamsterrad aussteigen kann. Aber Aaron hat weitergemacht, unternehmerisch, richtig? Genau, aber ich habe das ja vorhin schon erzählt, wenn man einmal so Blut geleckt hat, dann ist es unfassbar schwer irgendwie. Ich glaube, ich bin ein ganz schlechter Arbeitnehmer, muss ich auch sagen. Ich glaube, ich bin ein ganz schlechter Angestellter, weil ich immer irgendwas verbessern möchte. Und ich erinnere mich an meine ersten Tage bei Engel und Völkers. Ich habe direkt meine Liste aufgestellt und dem Chef gegeben, wo ich der Meinung war, was man besser machen könnte. Also ich, ganz schlechter Angestellter, glaube ich. Und ich war halt schon immer irgendwie dabei. Wenn du einmal Blut geleckt hast, dann kannst du gar nicht mehr aufhören. Und so habe ich mit immer neuen Sachen angefangen. Und irgendwann kam dann halt der Punkt, das ist so vor 3 Jahren gewesen, dass ich das erste Mal vom T-Shirt-Business gehört habe. Und das ist ja das, wofür ich heute vielleicht auch so ein kleines bisschen bekannt bin. Also der Verkauf von eigentlich Designs über verschiedene Plattformen, im klassischen Print-on-Demand-Bereich. Das heißt, du druckst das Zeug nicht selber, sondern du lässt jemand anders drucken, wenn halt was verkauft wird. Und ich erinnere mich noch, also ich habe seit den ganzen Jahren habe ich immer Freundinnen, immer die gleiche Freundin auch gehabt und die hat das quasi alles mitgemacht. Die hat mich quasi in Höhen und Tiefen erlebt und als dicker Aaron, als dünner Aaron, ich habe wirklich breite Spanne meines Körpergewichts auch gehabt. Und ich erinnere mich, als ich damals mit den T-Shirts angefangen habe, da war die Aussage, oh Aaron, bitte mach einmal was Ordentliches, nicht noch so ein Scheiß. Es war dann so, ich hatte nun wirklich schon viel Mist und trauriger Höhepunkt waren wirklich diese Bücher mit den Zeugen Jehovas da. Aber die T-Shirts haben mich dann irgendwie so fasziniert, weil es auch irgendwie was vom passiven Einkommen hat. Und damals hatte ich hier gerade, was die Aktien angeht, hatte ich da schon ein bisschen Blut geleckt. Und ich glaube, das, was dann eigentlich passiert ist, ist, dass ich die Sachen, die ich angefangen habe, dass ich die durchgezogen habe. Eigentlich alles, was ich immer davor gemacht habe, habe ich irgendwie gemacht. Und das ist irgendwie schiefgegangen, habe ich aufgegeben. Also mit den Autoteilen, das ist schiefgegangen, habe ich halt aufgegeben. Und dann habe ich halt eigentlich immer nur wieder Schadensbegrenzung betrieben, indem ich quasi immer irgendwie Schulden weiter abzahlen musste. Und dann kam endlich wieder die Sache, alles, was ich davor irgendwie angefangen habe,
naja, das mit den Zeugen Jehovas ging schief, habe ich wieder aufgehört. Dann hat mir Facebook quasi die Reichweite limitiert, habe ich aufgehört. Und bei den T-Shirts ist es das erste Mal so, dass ich die Sache einfach nicht aufgehört habe.